Herzlich willkommen zu Test 3 4x4. Wir spielen 4x4. Motoren starten. Wir spielen eine PlayStation-Spiele an. Okay. Jetzt geht's los. So, vor 3 Tagen kam der Vorgänger, weil ich den vergessen hatte zu aufzunehmen. Stand bei Wikipedia nicht drin. Der hier kam im Oktober 1998. Und der Vorgänger war irgendwann auch so, ne? So ziemlich näher vorher. Sind, ja, die Offroad-Ableger von Test Drive, kannst du sagen. Vorgänger hieß ja Test Drive Offroad. Der hier 4x4. Da haben sie das 2 einfach weggelassen, also den Nachfolgertitel. Was du merkst von der Technik, ein ganz anderes Niveau hier. Da hat das beim Vorgänger, hat das so gar keine Weitsicht. So, nämlich. So, wir haben hier einen Hammer ausgewählt, wie auch, unser Hinterteil quasi pariert. Ja. Die Strecke kommt mir fast ein bisschen bekannt vor, durch die Fähnchen wahrscheinlich. Sind auf Automatik. Von der Steuerung angenehm eigentlich, kannst du nicht meckern bisher. Okay, doch ziemlich radikal. Aber wesentlich realistischer als der Vorgänger. Ja, das ist schon nicht schlecht. Dann kommt da ein guter Flair mit auf. Maniac-Artikel habe ich mir durchgelesen. Da wurde bemängelt, dass es dem großen Bruder Test 3.5 nicht im Ansatz das Wasser reichen kann. Das ist das Video, was als nächstes kommt. Ja, das werdet ihr in 3 Tagen sehen. Aber ich bin jetzt hier auch eigentlich positiv erstmal überrascht. Vom Handling her noch nicht so viel Besonderes. Du merkst jetzt nicht ganz, ganz groß die Strecke, also den Boden, den Untergrund. Da hatten wir ja schon Spiele, wo du teilweise, wo jedes einzelne Rad simuliert wurde. Du dann jeden Huckel, jeden Schlamm, Pfütze und was gemerkt hast. Das scheint mir jetzt so hier erstmal nicht so. Grafik finde ich das gut. Kein Zweispieler-Modus hat das dann noch beim Vorgänger. Aber da war es halt so, ne? Nach 10 Metern hast du nichts mehr gesehen. Zeit läuft ab. Ja, deswegen Strecken komplexer geworden und sind immer so 5 Minuten Strecken wohl. Und beim Vorgänger bist du nur im Kreis gefahren. Deswegen also haben sich ordentlich was einfallen lassen. Oh nein, ich habe aufgehört Gas zu geben. Weil ich dachte, dann komme ich besser um die Ecke. Okay. Bin Dritter. Mal sehen. Du merkst halt schon die ganze Zeit vibriert der Controller durch. Schon lustig. Nein, 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 nein. Gott, okay, nee, nee, ich muss. Ah, Vierter. Okay, jetzt weiß ich zumindest wo lang. Hätte ich kurz mal Gas komplett weggenommen. Okay, okay. Nicht, das ist aber. Das war jetzt die Bodenunebenheit, die mich hier lang geführt hat. Super. So, Kreiswagen gleich zurückgucken, ja. Aber auch schön smooth, ne? Ja, kannst du nicht so meckern. Oh, 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 ganz schön. Ach, Mann. Und dann hängst du da und kannst nichts machen. Ja, das wurde wohl bemängelt, dass du teilweise durch Bäume durchfahren kannst, aber dann kommt ein Busch und dann bleibst du komplett hängen. Also, dass das wohl ziemlich random ist. Okay. Ich hatte ihn gespeichert. Dann gehen wir gleich Marokko. Dann gehen wir mal nach Hawaii. Oh, da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ne? Den Hammer hatten wir gerade, Höchstgeschwindigkeit, aber Handling eigentlich ziemlich gut. Ja, jetzt haben wir hier den Ram ohne Handling. Was haben wir noch? Ein Wrangler? Wrangler? Defender 90? Explorer? Oh, den kenne ich auch aus Vanishing Point. Hatten wir auch schon mal zu zweit gespielt, das Spiel. Oh, den will ich eigentlich gerne nehmen. Chanute? F-150? Cherokee? Achso, ja, und die sind noch alle, ja, nicht verfügbar. V8. Ford Explorer. Gab's bei uns aber nicht, oder? Find den cool. Ich meine, Ford ist schon eine geile Marke. So, okay. Dann, welchen nehmen wir? Ja, komm, wir nehmen den, ich hab da Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Ja, nee, aber Ersteindruck solide. Mir gefällt das halt irgendwie nicht, wenn du hängen bleibst, dann bleibst du einfach so bupp hängen und dann musst du halt einfach rückwärts fahren. Es ist nicht so, dass du gegenfährst und dich irgendwie so ein bisschen an der Wand lang drückst. Oh geil. Motoren starten.
Ja, ist jetzt auch kein Gran Turismo, was wenn du jetzt den Hintergrund siehst. Aber allein hier, ich würde sagen, an der Auflösung haben sie an sich geschraubt. Die Texturen sehen wesentlich besser aus. Also auch jetzt hier hochskaliert. Gerade hochskaliert fällt es ja auf. Diese Bodenunebenheiten, dass dann mal was durchscheint, das liegt nicht am Spiel, es liegt wirklich am, ja, hoch gerendern. Hoch skalieren. Okay. Oh, jetzt hat er aber Speed drauf. Das ist ein schönes Auto. Dann kriegst du auch einiges rein, ne? Weil er nicht so einfache Rundungen hinten ansetzen muss, wo gar keine hingehören. Sondern einfach, ja, optimal den Platz nutzt. Schön. Gibt's auch noch einen V8, ja. Ist so schwer einzuschätzen. Könnte ein mega leichtes Auto sein, so 90er, könnte er hinkommen, ne? Oder doch schon mega schwer. Hm. Oh, Wasser, okay. Ja, merkst du? Lustig. Das hier kommt auf jeden Fall Flair auf. Dazu gefangen, jetzt merkst du auch den Untergrund. Die Unterschiede, ich nehme doch öfter mal Gas weg. Kollision war nicht so doll. Checkpoint. Darfst du vielleicht nicht mit Gran Turismo vergleichen, aber wenn du es machst, dann ist schon ein Unterschied. Du merkst dann, dass die Hitboxen wesentlich größer sind. Die Räder haben sich einfach kurz mal weggespolzt. Vergiss es. Position 6. Zeit läuft ab. Ey, wir sind auf einfach. Framerate ist okay. Minimal schlechter als beim Vorgänger. Ja, okay. Aber schön auch, wie sich die Karte wirklich hier wandelt. Einfach schön zu sehen, dass die Entwickler einfach mit der Hardware der PlayStation besser zurechtkommen. Ist ja jetzt schon angenommen. Okay, Checkpoint und dann wird die Zeit aufgestockt. Also nicht, dass du irgendwie zurück bist und jemanden einholen musst. Aber natürlich, der letzte Checkpoint wird dann irgendwie so sein, dass du dann irgendwie Dritter sein musst oder so, um in der Zeit drinnen zu sein. Cool. Bergauf haben wir anscheinend Vorteile. Ja, aber siehst ja schon, wie die ein bisschen... Ja, natürlich, da fährt er durch den Baum. Das ist, glaube ich, das, was gemeint wurde. Ja, okay. Schiebt sich halt einfach vor mich. Ist auch geil, wie er dann immer mal wieder einfach komplett aufholt. Jo. Fliegt einfach voll durch den Baum. Danke fürs Anschieben, Kollege. 10, 9, davon ist der Checkpoint. So. Ritter. Komm, hier werden wir erstmal. Sieht schön aus vorne. Doch, das ist ein würdiger Nachfolger, würde ich sagen, jetzt erstmal. Oh nein. Bitte. Oh nein. Das werde ich versaut haben jetzt damit. Lief so gut. Es lief so gut. Vielen Dank. Ja, okay. Vielleicht komme ich hier sinnvoll. Ja, das ist ein geiles Spiel. Sag euch, das Jahr 98 hat es einfach in sich. Dann, oh, das ist einfach schön noch zu sehen, was dann noch kommt. Das ist jetzt schon geil. Das wird einfach nur noch besser. Von der Grafik, von der Ausnutzung der Hardware. Oh, komm, beeil dich. Yes. Zumindest können wir irgendwie mal durchfahren. Aber schön komplex, die Map. Upp. Hat Zivilisten mitgenommen, nur passiert. 100 Sekunden? Heißt das, nächstes das Ende oder was? Sonst waren es aber nur 55, 60. Geräusch, Kulisse auch nicht soll. Ai, Caramba. Gar nicht gut. Ja, Kollision und Rückwärtsfahren gefällt mir ja nicht so. Auch hier, dass du teilweise irgendwie rumspringst. Fahrer, du kannst nicht durchs Cockpit gucken, ne? Franz war es, ne?
Daran muss ich jetzt immer denken bei Rennspielen. Ich werde es mal im Blick haben, ne? Da ging es darum, ich weiß jetzt nicht mal mehr, welches Spiel das war, dass du durch die Windschutz oder ne, dass du durch die Scheiben den Fahrer, den Innenraum sehen konntest. Das hast du viele Jahre lang nicht, also auch PS2 war es auch kein Standard, ne? Das ist natürlich auch gewisse Hardware-Fragen. Surf, okay, da wollte ich mal rein in den Laden. Dem geht's viel mehr. Ich fühle dich. Oh, bitte, 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 bitte. Das wird so nix. Oh Gott. Ja, und da bleibe ich natürlich dran hängen. Die Zeit ist um. Ich finde das Spiel aber cool so. Okay, wir hatten jetzt Marokko, wir hatten Hawaii. Jetzt kommt noch Mojave. Was kommt nach? Santa Cruz. Switzerland. Wales. Achso, und Marokko verkehrt rum. Okay, warte mal. Ich mache immer den. Den und den. Mojave. So, was nehmen wir? Wir nehmen Ram. Wir hatten ein ganz schlechtes Handling, ja, da sehe ich mich. Wieso habe ich hier gerade nochmal zwischengespeichert? Weiß ich nicht. Das werden wir jetzt aber mal beenden können. Also da habe ich jetzt keine Zweifel. Offroader. Motoren starten. Los. Ist die Stimme bekannt? Okay. So, rum. Das ist schon geil. Das ist schon richtig schön. Okay. Haben wir so einen schlechten Speed oder was? Hau. Weg. Wow. Okay, ja, an der Seite bist du wesentlich langsamer. Okay. Das Handling ist ja wirklich gewöhnungsbedürftig. Wachsen Bäume auf der Strecke sollte öfter mal befahren werden. Und wieder hast dann weniger Fahrer. Oder weniger Bäume. Da denkt man auch nicht, dass der Weg. Cool. Da denkt man auch nicht, dass der Weg hier lang geht. Wow. Dankeschön. Wow. Ich fühle mich so bestätigt bei dem Spiel. Wow. Wow. Ich springe nur noch, um den Kommentator zu haben. Der ist gegen Baum gebrettert rechts neben mir, geil. Oh, da bin ich durchgefahren, sehr cool. Was haben wir hier? Checkpoint. Ich wollte erst drauf fahren, aber okay, es war vielleicht der Checkpoint einfach. Aber das Handling ist ganz okay, ne? Wie der so ein bisschen nachzieht. Schön, schön, schön. Das Geile ist, es wird, also was ich mir gerade bewusst mache bei diesem Mega-Projekt hier, alle PlayStation-Spiele durchgehen. Es wird einfach nur noch geiler. Das ist schon richtig geil. Und es kam von der Wertung nicht mal gut weg. Was erwartet uns dann noch Tolles, ne? Schon. Schon cool. Okay, so langsam habe ich das auch mit den Steuern raus. Langsam. Na, Strecke solltest du im besten Fall trotzdem kennen. Was ist Select? Keine Ahnung. Wow! Ein Doppel-Row quasi. So, sind wir jetzt gerade im zweiten Gang? Aber lustig, dass das unten eingeblendet wird. Schön, also wirklich geiles Serverdesign. Kannst nicht meckern. Ein würdiger Nachfolger. Alles in allem. Wie geil, ey. Die arbeiten auch damit, dass die Texturen, ich muss schon mal das Fachwort mir wieder angucken, dass die Texturen nachgeladen werden. Das hat sich jetzt wohl doch gut eingebürgert. Aber erst im Jahr 98, ne? Spyro war ja einer der ersten großen Titel, die das gemacht haben. Muss ich, oh nein, muss ich nochmal gucken.
wann das in Amerika rausgekommen ist, weil bei uns war es ja erst so irgendwie Oktober 98 müsste Spyro gekommen sein. Okay. Ah, das ist schon atmosphärisch hier. Weitsicht ist vollkommen okay. Grafik ist auch vollkommen okay. Handling könnte besser sein. Also ein bisschen wertiger. Das fühlt sich gut in Amerika, ne? Fühlt sich sehr schwammig an. Na gut. Wo lang? Ach da. Position 5, jetzt kommt die 6 bestimmt. Schön. Wow. Wow. Jo. Schöner 2D-Sprite hier. Cool. Cool. Das ist auch ganz lustig hier. Da lang. Ich mag Offroad-Spiele. Und drüber. Okay, cool. Ja, aber auch die Kollision, ne? Er hat mich nach vorne links geschleudert, als ich frontal reingefahren bin in den. An dem Bäumen bleibst du also hängen, okay. Bisschen zu nah ist das geschehen. Okay, Dreieck. Das komme ich. Ist das ein Stück weiter weg? Cool. Ist das noch flüssiger? Kommt mir fast flüssiger vor. Der ist hinter mir. Nein, jetzt beeil dich. Vielleicht ist das eher an die Orientierung. Geil! Vielleicht ist das eher an die Orientierung, ob du einen Checkpoint schaffst oder nicht. Das wäre schlecht. Nein, ich sehe nichts. Muss auf einen anderen Bildschirm gucken. Nein! Geil wäre, wenn hier eine Bahn kommt. Ist ja echt nur links auf dem Bildschirm was. Muss man noch mal hier die Farbkalibrierung angucken. Finish. Vielleicht beim nächsten Mal. Nur eine Sekunde langsamer als der andere. Was? 4 Minuten 50? So, folgendes sein. Nicht Hawaii, sondern. Nicht mit. Santa Cruz. Santa Cruz. Okay, so, was haben wir jetzt? Wir hatten Ram. Jetzt nehmen wir mal einen Wrangler, ne? Der ist eigentlich bei allen einfach nur schlechter. Okay. Also Spaß habe ich definitiv an dem Spiel. Ist schade, dass das kein 2-Spieler hat. Ja, war wahrscheinlich die Überlegung, ne? Wie sehr sie die Hardware ausnutzen. Ob ein 2-Spieler drin ist. Die haben wahrscheinlich hier wirklich geguckt. Motoren starten. So viel wie möglich zu machen. Das sieht man aber auch. Also das muss man denen anerkennen, dass sie zum Vorgänger, der halt wirklich nicht so doll war, einiges verbessert haben. Cool. Achso, warte mal, ja, das ist besser. Okay. So schnell, ist aber auch eine sehr merkwürdige Stadt. Ja, vielleicht war gerade eine Überschwemmung. Das ist schon atmosphärisch. Beats finde ich auch gut. So diese, ja, Rockbeats. Weil die einfach nicht anstrengend sind. Das ballert so vor sich hin und da ist gut. Was war das, der Pfütze? Achso, warte mal, Kreis. Okay, da hinten war jemand. Auch cool, wie er sich dann schnell dreht. Also hier will am besten rumfahren. Das Auto ist einfach mal viel zu geil. Und den World Cup, den du hier machen kannst, machst du wohl auch in verschiedenen Fahrzeugklassen. Wenn ich das richtig verstanden habe auf Manic. Cool. Habe ich kurz mal Gas weggenommen. Ist ja alles gut. Position 1. Relativ dunkel, ne? Ja, das fühlt sich hier schon groß an.
fühlst du schon wie eine richtige Welt an. Schon nett. Nee, noch keine Enter mehr. Frag mich, ob ich irgendwie eine Karte einblenden kann. Wenn ich jetzt so viel rumspiele, schalte ich nachher noch manuell. Fand ich gut. Wenn so viel wieder umher schaltet. Gab's da überhaupt schon effektive Gangs, also Automatik? Gab's da nicht diese, wie ist die Wanderautomatik? Die einfach sehr viel Sprit genommen hat, sehr spät geschaltet hat. Wo sehr, sehr spät schalten ist ja hier eigentlich richtig. Gut, aber ich glaube zumindest im Sportbereich war es nur von Nachteil, eine Automatik zu haben. Obwohl du wahrscheinlich Offroad bist ja da die Hand beim Schalten, oder nicht? So viele Fragen. Falls ein Rennfahrer zuschaut, gerne mal beantworten. Cool. Okay. Ja, lässt sich aber auch verdammt geil steuern. Wie vibriert jetzt der ganze Controller? Das hat nicht davon, dass das Ziel, nee, ne? Nee. Ja, wenn du mit keinem kämpfst, ist auch schon mal geil. 130 Sekunden. Wir werden jetzt erstmal als erster rein, also ins Ziel. Aber dass die Autos auch so einen Unterschied haben. So lang. Wow, das Wasser, cool. Bisschen kontrastreich das Ganze. Ne, hinter mir ist immer noch keiner. Ja, fühlt sich schon geil an. Na komm. Komm. 36. Km/h oder was? Ne, glaube ich nicht. Ja. Ich mag das Spiel. Also, auch wenn es bei der Fachpresse nicht so gut wegkam, das war so ein Spiel, das hätte ich einfach geliebt, weil es geil ist. Aber ich bin mal gespannt. Die haben ja bei Maniac verwiesen auf Test Drive 5, ne? Von derselben Firma. Dass das halt wesentlich besser ist. Und das wird ja das nächste Video, also wird ein direkter Vergleich. Ich muss wieder auf den linken Bildschirm gucken. Sonst sehe ich hier gar nichts drin. Ne? Nicht ganz so schön wie bei Tomb Raider 3, aber schon schlimm. Ja, stimmt, was Maniac geschrieben hat, und das empfinde ich auch so, dass der Wagen halt einfach irgendwie am Boden festklebt und sich auch dadurch relativ träge anfühlt. Nein, komm. Nein, Position 2. Da ist er. Hier ist das Ziel. Bier. Selber Auto wie ich. Ja, okay. Cool. Jetzt freut's ihn wieder. Der Kommentator hat mich wieder eingeholt. Cool. Wow. Cool. Nein. Flüchtigkeitsfehler. Oh, da fliegt er um die Ecken. Wenn der jetzt irgendwo gegenfährt. Erster Platz. Natürlich. Schanot. Im Winter, glaube ich, unvorteilhaft das Auto. So, warte mal, speichert er jetzt irgendeinen Fortschritt? Oder soll ich neu laden? Highscore, okay. Ist egal. So. Marokko hatten wir, Hawaii hatten wir, Mojave, Santa Cruz und Switzerland. Achso, ist so gesperrt am Mann. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Vielleicht machen wir hier noch ein Part. Lustig war es auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz auf Feldtour, eine Kasse wählen. Ah, okay. Ja, stimmt, du musst wohl kaufen dann. Wir müssen zuerst einen Wagen kaufen. Okay. Das heißt, du musst dir in Einzelrennen Geld verdienen, oder was? Heißt es das? Achso, er muss in der Ausstellung kaufen.
hier, Credits, okay. Wir haben 21.000 und der Wagen kostet 30.000. Ah, okay, und der ist wesentlich schlechter, den kannst du kaufen. Den kannst du auch kaufen, den Cherokee. Ah, Wagen aus den 90ern sind schon geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Spiele alle PlayStation-Spiele chronologisch an. Wenn es weniger gut ankommt, werden wir hier ein bisschen weiter reinspielen. Aber in 3 Tagen kommt Test Drive 5. Bis dahin.